Hallo? Ist da jemand? Ist da noch jemand am Leben? Irgendjemand? Nein? Wo sind denn alle? Ich hab sie umgebracht. Ich hab sie alle umgebracht. Sensitivity ist ein bisschen zu hoch. Ich bin jetzt auf Steam. Also ist es in Deutsch jetzt. Es ist gut. Okay, sehr schwer, sehr schön. Permadeath. Ich habe auch eine unsichtbare Zahnspange gerade drinnen. Falls ihr das mitbekommen habt. Das heißt, meine Aussprache leidet darunter. Leider. Aber wir sind ja hier für die Musik. Und für die ganzen toten Leute. Ja. Sind mich tot alle hier? Mist. Sind safe? Mist. Schmutziges Wasser, warum nicht? Ist egal. Alle tot, außer der Doktor. Ah, danke. Ich nehm's. Das ist ein Permadeath. Sobald ich sterbe, ist es vorbei. Dann werde ich es wahrscheinlich wieder in Englisch probieren in der Zukunft. Aber jetzt werde ich Richtung Sloan gehen. Versuchen, dort Deathclaws zu farmen. 30 Minuten habe ich, dann ist diese Episode vorbei. Ich gebe mir 30 Minuten. Und mal schauen, wie weit ich es schaffe. Hierauf wollen wir. Diese Route. Werden wir nicht nehmen. Hier ist was für Männer. Mit Eiern. Jo. Mit Eiern. Nein. Irgendwo lebt noch ein Mädel. Ein Mädel lebt noch irgendwo. Die habe ich gerettet. Unabsichtlich. Aber zuerst werden wir mal hier reingehen. Hier soll es nicht zu schwer sein. Dann werde ich mir einen Sprint-Mod runterladen. Oder einen schneller Gehen-Mod zumindest. Damit ich nicht zu langsam bin. Was habe ich hier? Parieren. Das Gewicht ist schlecht. Messer. Eins habe ich gedroppt. Ist kein Wert. Hat ja keinen Wert. Kleinkaliber. Verdammte gute Waffen haben wir hier, dank den DLCs. Ah ja. Sehr gut, Wetz. Damit. Und alle falschen Tasten treffe ich. Sehe es nicht. Crouch. Da ist Crouch. Wählen wir es nochmal. Verdammt. Meine Stealth-Künste sind nicht so schlecht. Here we go. Music to my ears. Ach, nun kleiner. Nun kleiner. Er will doch nur weglaufen. Verdammt, ist die Musik gut. Uff. Mal looten. Ich glaube, da waren sowieso nur Hunde drinnen. Ich muss mir das umstellen. Steuerung. Ist das auf C oben? Nein. Wo ist dann Schleichen? C, perfekt. Doch. Verdammt, ist die Musik gut. Vier Minuten gespielt. Wir machen die Stealth Archer Build. Oh boy. Oh. Okay, komischerweise. Nein. Jetzt geht's ab.
Oder auch nicht. Was zum Teufel? Was habe ich jetzt wieder gedrückt? Oh Gott. What the fuck? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es läuft. Es läuft. Ach, komm schon. Oh mein Gott. Ein Hörnchen. War schon Brunnen und irgendwas mit Wasser. Schmutzig. Ja, ist egal dabei. Solange mein Wasser mal probiert, funktioniert, wenn ich Panik habe, wäre schön. Gut. Oh Gott. Das wäre ein jämmerlicher Tod gewesen. Jämmerlich. Oh. Sauberes Wasser. Ah ja, gut. Bei mir gibt es Pre-Workout gerade noch. Was trinken. Oh, hallo. Oh, die ist gut. Das ist ein guter Feind. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Luck. Habe ich trotzdem ausgelackt hier. Ach ja. Ah. Laserpistole. Damit. Verdammte Tasten. Das ist das, was ich mich noch gewöhnen muss. Sonst werde ich nicht überleben. Ah. Wert. E verlassen. Immer schön auf E oben bleiben. Hülsen brauche ich nicht. Verdammt. Immer schön auf E oben bleiben. Man hört Kojotengeräusche sogar bei der Musik. Wie geil. Ich habe die Musik beim letzten Mal, wie ich es in Englisch gespielt habe, runtergedreht, weil ich gedacht habe, Copyright-Probleme. Aber ich glaube nur das Radio gibt dir Copyright-Probleme, die geben Music is clean. Clean. Okay, wo ist mein Kleinkaliber? Da habe ich am meisten Munition, fast 90 mm ist so schnell aus. Wie gut. 68, kein 69 leider. Rennt weg, gefällt mir gar nicht. Komm hier, Doggy Doggy, op. Nicht der Schlauste, Junge. Nicht der Schlauste. Kein Hundefleisch. Hier ist er. Mal schauen, ob der Trick funktioniert. Ja, funktioniert. Der Watz-Trick funktioniert. Habe ich ihn erwischt? Ja. Okay. 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 Ja, ich habe es ja schon gesagt, die unsichtbare Zahnspange ist drinnen. Was? Ich glaube, bei S-Lauten bin ich noch ein bisschen schwach. Es hat gerade geklitscht. Oh je. Ich brauche eigentlich nur safen wegen Steckenbleiben und Glitches. Sonst ist ja egal, wenn ich sterbe. Dann ist er vorbei. Auch bei Full Damage, was auch gefährlich ist. Am meisten gefährlich sind Minen. Ich glaube, da muss ich den Schleichskill hochwürgen.
hätte alles nehmen drücken sollen, ja. Okay. Lassen. Muss alles nehmen. Einfach A. Will er nicht. Will er nicht. Ah, okay. Irgendwo sind da die Spezial Sunset Sarsaparillas, glaube ich. Wahrscheinlich werde ich es auch noch verfehlen. Ah, da ist einer. Da. Kronkorken. Alhydra. Okay. Wie voll ist mein Inventar? Gehen wir zum Doc Mitchell verkaufen. Gnädiger Verbrecher. Ja, gnädig. Nein, das bin ich nicht. Ah. Obwohl es tot rundherum ist. Ah, da packe ich meine Waffe weg. Zur Sicherheit, falls er doch noch erledigen will. Der einzige, der da noch lebt, außer Victor natürlich. Aber mit dem rede ich nicht. Oh. Wie geht es Ihnen? Ach, Deutsch. Nun. Na, endlich. 56 Decorator. Leichte Metallrüstung, verdammt, deswegen bin ich so schwer. Cowboy-Hut, ist beides gleich. Ne. Aschenbecher, warum habe ich den mit? Hilfe! Nein, Mann. Hülsen werde ich nicht verwenden, die werde ich irgendwann mal aus der Tasche hauen. Sensormodul behalten wir. Serpentine behalten wir auch. Was hast du denn da so Schönes? Offenweise Korke. Nein, noch immer nicht. Ah, so teuer. Das brauche ich nicht von der Muni her. Das. 10, 5, 9. Ich glaube, ich habe nur Energiezellen. Geben wir das weg. Ich noch was verkaufen. Hm. Verdammt, verdammt, verdammt. Werde ich auch nicht benutzen. Werde ich auch nicht benutzen. Normal verkaufe ich offscreen, also. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Das ist gut. Ja, passt schon so. Ist cool, ist cool. Schön vorsichtig jetzt. Ja, nein. Kein Fall. Nicht wundert es, dass ich so lange überlebt habe. Aber ab jetzt wird dann nur Vollgas gespielt. Okay. Hier hin. Und dann Richtung Sloan. Ah, werde noch friedlich zu den Typen sein. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen questen will bei denen. Die Quests von denen sind ja nicht so gut. Also werde ich sie vielleicht einfach ignorieren. Das Problem ist, die werfen Granaten in der Richtung. Und Granaten in meiner Richtung ist einfach nicht so cool. Nicht so cool. Ja, verdammt. Leider kann ich nicht alles verkaufen. Die gestohlene Ware ist tabu. Ach, hier keine Gangnuts. Aber Schlüssel. Nehmen wir Hackebeil. Bonusschaden, Körperteile. Was ist das nicht? Eine Spezialwaffe? Ein Kabel lieber zum Reparieren, Lederrüstung und mein Inventar ist voll.
Magiezellen habe ich ganz vergessen. Ja. Reparieren. Kann ich das auf eine Spezialtaste bocken? Ach, nein. Ach. Jetzt muss ich Sachen halt loswerden. Reparieren. Sehr schön. Boah, so viel gute Kacke. Ich gehe in gefährliches Gebiet, also Leder. Rüstung weg. Metallrüstung rauf. Die werde ich wahrscheinlich dann irgendwo lagern, damit ich sie noch bei mir habe. Und jetzt gehen wir mal eine halbe Stunde hier rüber. Im langsamen Tempo. 15 Minuten. Ah. Und wir sind Pulver Bandits. Gratis Erfahrung sehe ich da drüben. Wahrscheinlich nicht viel, aber vielleicht treffe ich ja in den Trick. Nein. Nein. Bloß fliegen zu beweglich. Das Einzige, was ich tue gerade, ist Muni verschwenden. Okay. Was haben wir da? Ein Hackebeil, das wird richten. Er war für sie geil. Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt ziemlich happy damit, dass ich das in Deutsch wieder spiele. Habe ich so wieder mal ein deutsches Let's Play. Was eigentlich, wenn ich YouTube Vollzeit machen würde, würde ich vielleicht eher auch mehr Deutsch machen. Komm mal, zur Hacke jetzt. Wie viel Erfahrung? 5! Ah. Kann ich mich nicht beschweren. Musik wird gerade richtig. Genau. Ach was. Darf man nicht vergessen, Stimpack ist auch irgendwo dabei. Auf den Schnelltasten. 17 Minuten. Bitte, irgendwann werde ich die Pulverbanditen auslöschen. Zuerst mal, wer ist das? Ah ja. Ah. Nämlich. Was glotzen Sie denn so? Wie höflich Sie das sagen. Ah ja, nur das Mädel haben wir ausgezogen, ja. Sehr verdächtig. Sehe, was hier abgeht. Verdammte Pulverbanditen. Alles nehmen. Ich sollte zum Gefängnis rüber und dort verkaufen. Verdammt, ich schaff's nicht mal bis Sloan. Das Gefängnis ist genau um die Ecke. Hey Jungs, was geht ab? Wo wollt ihr gerade hin? Ist cool, ist cool. Ins Gefängnis mit uns dann. Sind noch ein paar Hunde auf dem Weg zum Erledigen. Dann dauert das ewig. Ein Pre-Workout ist leer. Oh, Gegner. Ah ja. Das sind ein paar stärkere Hunde. Wie viele? Habe ich genug? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Nicht sehr hoch noch. Okay. Schauen wir mal. 6. Ja, 6 ist im Weg. Die Hunde waren schon gefährlich, ehrlich gesagt. Nehmen wir mit, hat kein Gewicht.
Da sollte ich nicht zu viel mir erlauben. Mein Level ist noch zu niedrig. Laufen kann ich dann beim Rückweg. Aber Aufgaben werde ich keine annehmen, zu gefährlich von denen. Schauen wir mal, ob die mich überhaupt reinlassen. Das ist das nächste Problem. Geld zahlen wäre nicht so cool, obwohl das hätte ich. Und hier ewigst. Zur Sicherheit. Da. Hey, yo, Bro. Sieh einer an. Spaziert hier rein. Zu laut. Zu laut. Ein, als wäre er einer von uns. Wissen Sie nicht, dass Sie sich hier auf Pulverbanditen-Territorium befinden? Ah, was ist genau? Was genau ist ein Pulverbandit? Das sind wir. Wir wurden hierher geschickt, um alte Gleise zu reparieren und neue zu verlegen. Der Einsatz von Dynamit ist da unabdingbar. Dynamit ist aber auch gegen Karawanenwachen äußerst hilfreich. Wir rauben also und sprengen Sachen in die Luft. Das tun wir. Was ist das für ein Ort? Das? Das ist, oder war, der Knast. Die Justizvollzugsanstalt der Republik Neukalifornien. Vollzogen wurde hier aber nur Sklavenarbeit. Wir Gefangenen beschlossen, eines Tages auszubrechen, töteten den Anstaltsleiter, brachten die Wachen um und übernahmen den ganzen verdammten Bereich. Ah, darf ich hinein? Mal sehen. Hängt davon ab, ob es sich für mich lohnt. 100 Kronkorken klingen für mich angemessen. Ah, die habe ich, die sind nicht so schlimm. Gut, Sie dürfen rein. Für Ihre Sicherheit kann ich allerdings nicht garantieren. Nur damit das klar ist. Ist cool, ist cool. Ja, was auch immer. Ich kenne mich aus. Ja, was auch immer zu dir auch. Ich kenne mich aus. Ich brauche nur Händler. Dann haben wir hier den Sheriff, nichts klauen, verstehe. Verstehe. Pulver, Pulver, Pulver. Viel zum Looten gibt's hier aber. Okay, irgendwo ist da ein Händler. Du? Nein? Bist du der Händler? Nein? Okay. Ich höre nicht zu viel Stille in diesem Let's Play. Paranoid, dass die mich erwischen. Dann bin ich richtig im Arsch hier, weil die sind auf jeden Fall noch zu stark. Du, Händler. Wurde aber auch Zeit, dass ein neuer Kunde hier vorbeikommt. Kann die ganzen alten Gesichter schon nicht mehr sehen. Zeigen Sie mir. Wenn nichts für Sie dabei ist, tja, Pech. Sonderbestellung nehme ich nicht an. Ich muss dann später hier nochmal. Ach, schau. Nicht so schlecht. Metallhelm. Drei. Das ist natürlich besser als was ich habe. Hackebeil. Hackebeil ist nichts wert. Wie viel hat denn der Helm? Um ehrlich zu sein. Gewicht. Drei Gewicht. Ich soll es ausnützen. Lederrüstung. Werde ich reparieren. Okay, wir haben ungefähr. There you go. Leere Sunset-Brille. Habe ich keine, werde ich keine nehmen. 10 Milli. 5, 5, 5. Energiezellen weg damit. Werde ich auch nicht nehmen. Okay, dann sollte ich doch ziemlich leer sein. Was mal Pistole ist gut, die kann man behalten. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch... Tschüss. Tschüss. So viel zum Clown hier.
Das bringt doch keine Erfahrung. Also es ist was zum... Nee, verdammt. Ach, jetzt schon wieder. Was habe ich denn jetzt schon wieder gedrückt? Ah. Explosionen machen immer wieder Spaß. Ja, ja. Nein, eigentlich nicht. Bin kein Fan. Okay. Quests, die wir hier bekommen, waren glaube ich zu schwer und zu tödlich. Schauen wir trotzdem mal vorbei. Ah. Gibt viele Türme hier zum Looten. Aber alles was stehlen ist, ist mir einfach zu heiß gerade. Außer ich bin ganz alleine im Raum. Ich habe gehört, dass es hier ein neues Gesicht gibt. Ich bin hier der Doktor. Ah. Warum sind Sie sozusagen der Doktor? Ich war 6 Monate RNK-Sanitäter, also bin ich nicht unbedingt ein Doktor. Aber ich habe mehr Ahnung von der Materie als alle anderen hier. Außerdem verschafft mir das eine Ausrede, um nicht an den Raubzügen teilnehmen zu müssen. Die Bande darf doch ihren einzigen Arzt nicht verlieren. Ah ja. Okay. Bis später. Mission. Ich will nur Missionen. Bin nicht zum Tratschen hier. Hier vor der Action. Wollen wir rauf, dann ist die Episode schon vorbei. Dann gehe ich ein bisschen weiter. Ai, 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 ai. Hi. 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 Doss meinte, er hätte wen reingelassen. Geben Sie mir einen guten Grund, warum ich Sie nicht umnieten und Ihre Leiche wieder rausschmeißen sollte. Ja, was gäbe es zu erledigen? Hier ist Pulverbanditen-Territorium. Mein Territorium. Die meisten Kerle verstehen das. Nur einer, Chavez, versteht das nicht. Chavez hat seine eigene Bande gegründet und überfällt Händler. Und jeder, den ich ihm nachgeschickt habe, ist tot oder konnte ihn nicht stellen. Also bleiben nur Sie. Was sagen Sie dazu? Ah, ich mach's. Gut. Chavez und seine Jungs wurden zuletzt südlich von hier gesehen. Wenn Sie Glück haben und er nicht aufpasst, dann ist er vielleicht noch da. Ja, raus hier. ja, welche nettes Bild. Ich werde die Mission nicht sofort machen. Zu gefährlich, zu gefährlich. Hey! Hey! Gehen wir lieber Deathclaws anlocken. Viel lustiger. Viel lustiger. Kann ich hier raus teleportieren? Oh, verdammt. Okay. Wir sind schon fast bei 30 Minuten. Ja, ich werde euch mal diesen Weg ersparen. Sehen wir uns später. Nächste Episode kommt bestimmt.